Alle Spiele auf allen Screens, live und in HD. Jetzt buchen auf telekombasketball.de. Zoom wird Ihnen präsentiert vom Premium-Partner des FC Bayern Basketball. Bwin. Hallo und guten Morgen bei Zoom. Heute mit... Guten Morgen. Luca Steiger, den begleiten wir heute mal den ganzen Tag. Also, los, gibt's einen Kaffee auch? Natürlich. Steht man am Spieltag irgendwie früher auf, weil noch so ein bisschen Nervosität, oder versucht man möglichst lang zu schlafen und zu relaxen? Wie läuft das ab? Nee, also früher aufstehen tut man nicht. Heute haben wir um 10.30 Uhr Training und ja, dann bin ich jetzt um kurz vor 9 aufgestanden, mache mir jetzt noch schnell einen Kaffee. Und uns auch? Euch natürlich auch, natürlich. Kommt mit in den Audiodom, ich zeige euch jetzt ein bisschen, wie wir trainieren vor unserem Spiel gegen die Eisbären. Und die Bayern machen sich auch auf den Weg nächste Woche nach Ljubljana im Eurocup. Der Vorbericht kommt jetzt. Eurocup-Zwischenrunde, Spieltag 3, der FC Bayern, Tabellenführer der Gruppe K, zu Gast beim zweiten, dem slowenischen Rekordmeister Ljubljana. Die Slowenen gestartet mit einer Heimniederlage gegen Bamberg und einem Auswärtserfolg in Dijon, für das Team von Svetislav Pesic die nächste große Herausforderung. Der Masterplan: auf die eigenen Stärken konzentrieren. Als Vorlage braucht's eigentlich nur eins, und zwar einen Rückblick auf den letzten internationalen Auftritt. 90-52 in Bamberg, 38 Punkte Sieg bei den Brose Baskets, ein nahezu perfektes Spiel, ein Lehrstück für die kommenden Aufgaben. Hellwache Team Defense, schnelle Transition, dazu pure Emotionen, herauskommen dann Selbstvertrauen und jede Menge Spielfreude. Was die Bayern in Bamberg zeigten, war nach schwierigen Wochen der Beweis, was drinsteckt in diesem Team. Jetzt heißt es, den Schwung der erfolgreichen letzten Woche mitnehmen und die starken Leistungen bestätigen, am besten gleich am Dienstagabend in Slowenien. Training ist zu Ende, was steht jetzt an? Jetzt gehen wir ins Hotel essen. Als hätte man es abgesprochen, und wir waren mit Robin Benzing essen. Machen wir heute mal 10 kurze Extra-Scharf mit Robin Benzing, der ja gesagt hat, er kann extrem scharf essen. Nein, das stimmt nicht. Ich habe gesagt, ich mag eigentlich scharf nicht so gerne. Genau, extrem scharf. Als Kind denn eigentlich gewünscht, normal groß zu sein? Nein. Was ging dir beim Finale, beim Schlusspfiff in Berlin durch den Kopf? Es ist nach wie vor schwer zu begreifen. Für mich war es die erste Meisterschaft und also es war einfach überwältigend. Was kann Robin Benzing außer Basketball spielen noch gut? Tennis spielen. Hörst du immer noch vor dem Spiel den Fluch der Karibik-Soundtrack? Nicht mehr, ne. Hat sich geändert. In? Gar nichts. Also eigentlich höre ich einfach nur allgemeine Musik. Manchmal den Song, manchmal den Song. Ich habe keinen speziellen Song. Wenn man die Chilis noch dazu nimmt, extra. Welche Eigenschaft würdest du gerne bei dir selber ablegen? Dann würde ich mich ja mit mir selbst nicht zufrieden sein, wenn ich das ablehne. Oh, gute Antwort. Selbst, man muss doch mit sich selbst zufrieden sein. Was ist eigentlich geiler, ein krachender Dank oder ein Dreier mit Hand im Gesicht? Für die Zuschauer ist ein krachender Dank natürlich geiler wahrscheinlich. Außer es ist ein Buzzerbeater zum Sieg, ein Dreier. Aber ich denke allgemein, dass der krachende Dank doch interessanter ist. Mit was gibt Robin Benzing an? Gar nicht. Eigentlich Batman-Fan? Ja.
3 Punkte noch und du führst die FCBB Scoring Statistik an. Wie wichtig ist dir das? Das ist mein einziges Ziel, das ich diese Saison habe, dass ich der Scoring Champion werde. Lang war ich nicht mehr. Bei mir geht's dem Ende zu. Mein Kollege Julian Klonecker mit dem Vorbericht auf das nächste Spiel. Oh Gott, gegen Adland. Eieieiei, das sieht ja gar nicht gut aus. Aber jetzt Themawechsel, oder? So, Basketball jetzt. Genau, die Bayern reisen nämlich in der Liga nach Quakenbrück am Samstagabend. Der nächste Schritt auf einer langen Reise. Eine Reise, bislang gepflastert von personellen Rückschlägen. Chefcoach Svetislav Pesic hat aufgrund der Ausfälle bisher ein bisschen kreieren, improvisieren müssen. Die Improvisationskünste zuletzt sehr erfolgreich und zudem gibt's langsam aber sicher positive Meldungen von der Verletzungsfront. Wir komplettieren langsam unsere Situation. Wir werden sehen, was ist jetzt mit Micic. Micic hat ja angefangen zu trainieren. Benzig soll die nächsten Tage. Das hört sich ja gar nicht so schlecht an. Micic und Benzing auf dem Weg zurück ins Mannschaftstraining. Das Ziel für das Gastspiel im Adland aber weiterhin unverändert. Ich sage noch einmal, wir müssen gesund bleiben. Also das ist die wichtigste Sache. Dann, ich hoffe, Potenzial haben wir, Talent haben wir. Und dann, Trainer ist auch nicht schlecht. Und das heißt, dann können wir etwas besser machen. Am besten so machen wie im Hinspiel gegen die Dragons. Weil wir müssen weiter Punkte sammeln. Damals blieben die nämlich in München. 91-75 siegte der FCBB im Audi Dome. Dass es jetzt aber nicht einfach wird bei den heimstarken Drachen, ist natürlich jedem klar. Gegen uns alle sind zusätzlich motiviert und gespannt. Also, Spiel zu Ende, Mannschaft geht zum Duschen. Das war's, Folge 15 Zoom. Nächste Woche senden wir aus Ljubljana. Zoom wird Ihnen präsentiert vom Premium-Partner des FC Bayern Basketball. Be Win.